Und damit herzlich willkommen zu Let's Play mit Evil Dynasty. Also, ich habe ein neues Spiel begonnen und ich habe mal ein paar andere Sachen gemacht. Nämlich hier 1000 Stämme gesammelt. Mal sehen, ob ich die abgeben kann. Na, brat mir mal eine Eule, bitte. Ja. Das war das Kacke. Nicht aufnehmen, aber er hat ganz ordentlich verkackt. Verkackt, Alter. Ist schon lustig. Ja. Dunkle Bedrohung. Ich habe schon eine genaue Vorstellung davon. Es wird weniger eine Palisade als ein wahrer Irrgarten aus Holz. Die Welt werden sich darin verlaufen und zu verwirrt sein, um überhaupt noch daran denken, irgendjemand anzugreifen. Was für eine großartige Idee. Das nötige Werkzeug. Alles, was ich dann so brauche, sind die Holzstämme. Und hier kommst du ins Spiel. Wie viel brauchst du? ein paar tausend. Was kann ich denn? Okay. Liefere 1000 Holzstämme. Du bist zurück. Also, hier ist alles, was du wolltest. 1000 Holzstämme. Ernsthaft? Ich dachte, das wäre offensichtlich aller Witze. Hast du wirklich gemacht? Witz? Hast doch nur die eine leiste Ahnung davon, wie hart das war? Ja, ich habe 2 Stunden lang Holz gesammelt. Das lohnt gar keiner. Das sollte unmöglich sein. Bist du wahnsinnig? Du bist derjenige, der wahnsinnig ist. Wer tut einem anderen Menschen sowas an? Und wer führt einfach blind einen absurden Auftrag aus? Ich glaube, das wird schlecht. Ich kann nicht glauben, dass du das tatsächlich gemacht hast. Die Geschichte deiner Leichtgläubigkeit sollte in aller Lande verbreitet werden. Nur um es ganz klar zu machen, ich werde keinen Irrgarten aus Stämmen bauen. Nicht einmal eine Palisade. Ich habe mir die ganze Sache mit der Bedrohung des Wölfen nur ausgedacht. Meine Güte, ist das Besonderes. Ich lasse mir die Holzstämme. Ich räume sie beiseite und dann unterhalten wir uns weiter. Errungenschaft freigeschaltet. Baumfeld. Das ist eine geheime Errungenschaft. Und die ist sauschwer zu bekommen. Also hier, ich habe jetzt bis im Sommer gesammelt. Ich habe gesammelt. Das hat, wie gesagt, ungefähr 2 Stunden gedauert. Ich habe nur ein einfaches Haus gebaut. Ich habe auch eingestellt, dass alles... Ich muss jetzt mal gucken, ob die Einstellungen jetzt wieder geändert wurden. Nicht, dass ich wieder... Ich habe auf einfach gestellt und auf endlos Leben und kein Hunger und kein Durst und bla bla bla. Aber coole Sache. Eine scheiß Arbeit, aber ich find's irgendwie witzig. Es ist eigentlich fast nur mit Cheats möglich. Es ist möglich, indem du die alle ablegst, wo er zu einer gewissen Zeit ist, und sie dir alle aufnimmst, das ist möglich. Aber wenn du nicht cheatest, dauert das ewig. Wirklich ewig. Du kannst ja nur eine begrenzte Menge aufnehmen, und die musst du dann halt immer dahin tragen. Ich habe einen halben Wald dafür zerstört. Wie ihr seht, das Spiel lädt ein bisschen länger mittlerweile. So. Was habe ich denn eigentlich bei mir? Ach, da habe ich aber eine Menge Dünger bei mir. Ich habe vergessen, warum. Und eine Menge anderen Kram. Mhm. Anscheinend habe ich einfach mal offscreen Dünger gemacht. Warum habe ich den ganzen Dünger? Noch bei mir vor allem. Der gehört ja eigentlich hier rein. Ich habe wahrscheinlich Dung in Dünger verwandelt. Mal gucken, was fehlt mir. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Das habe ich ja natürlich. Hier fehlt nur noch die Taverne. Da sind wir auch schon fast dabei. Das habe ich natürlich alles. Okay, da fehlt auch noch ein bisschen was. Da hat 72 Kilo Dünger. Oder habe ich den mitgenommen? Ah, ich weiß, warum ich den mitgenommen habe. Ich wollte ein bisschen was verkaufen, weil wir so viel davon haben. Brennholz läuft wieder. Okay. Habe ich noch andere Quests offen? Nö, bloß noch die. Und danach kümmern wir uns wieder um unser Dorf. Ah, 2 Fohlen. Gerade bei Pferden bräuchte man eigentlich tatsächlich 2 Stämme. Zwei Ställe. Allein schon aus dem Grund, weil
Habt ihr das... Ach, Moment. Ah, okay. Es hat sich tatsächlich... Das ist separat für die einzelnen Spiele eingestellt, das ist gut. Ich hatte mich jetzt gerade gedacht, oh, nicht, dass das... Dass ich jetzt cheater. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst auch die 1000 Reputation bekommen habe. Weiß ich gerade echt nicht, aber... Ich finde es einfach... Die Idee ist eigentlich schon sehr ulkig. Ich kann mich aber nicht entsinnen, dass ich damals die Wahl hatte. Ich glaube, ich hätte schwören können, dass ich damals direkt wieder... dass ich das quasi direkt abgebrochen hatte. Aber vielleicht irre ich mich auch. Darum habe ich das eigentlich ad acta gelegt, weil ich dachte, ja, okay, geht anscheinend eh nicht. Das musst du direkt dabei haben. Drum. Willst du auch was auf dem Pferdchen? Sieht so schön sauber aus. Ja, schaut automatisch dann wieder nach vorne nach einer kurzen Zeit. Ich bin mal gespannt, wie die das mit den... Also, ich weiß mittlerweile, es gibt einen Koop-Modus. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Es gibt einen Kooperativ-Modus. Der wird 2023 implementiert. Und es soll ein System geben, was... Schwerter und Schilde kommen noch Ende diesen Jahres dazu. Im dritten Quartal oder vierten Quartal. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Jetzt ist die nächste größte Herausforderung, die ich brauche... ist, 1 Million Münzen zu haben. Das wird ein bisschen schwierig. Ich habe immer noch nicht geschaut, wie das mit den Münzen läuft bezüglich. How do you do? Trade is in my nature. Ja. 50 Kilo Kacke. Ist schön, oder? Die Rühreier sollte ich dir vielleicht auch verkaufen. Und sie ist blank. Vom Geld her, sonst nicht. Nur vom Geld her. Habe ich noch irgendwas, was ich essen könnte? Ich habe hier noch ein Fladenbrot, das schon fast vergammelt ist. Dann essen wir das Fladenbrot. Sonst habe ich hier noch sehr viel Kram, der Absatz sucht. Ich habe ja noch die ganze Kacke. Nee, habe ich nicht. Die habe ich verkauft. Ach, ich habe hier noch Kirschwein. Saat. Ach ja, den Quark. Den Quark, den ich gemacht habe. Quark ist echt lohnenswert. Ich hätte nicht gedacht, wie viel Geld du damit machst. Hast du Milch zufällig? Weil dann kaufe ich sie dir ab. Aber sieht nicht so aus. Aber ich nehme dir das Tierfutter ab. Du kannst den Apfelwein haben. Quark. Rühreier. Und der hat nichts mehr. Lebe wohl. Ich muss mal ins Nachbardorf gehen. Ich muss mal das Zeug noch ein bisschen loswerden. Und keine Ahnung, was ich danach mache. Mehr Häuser? Mal schauen. Tutki hatte ja nichts weiter. Da waren wir ja gerade wegen der Quest. Also wenn ich jetzt noch 1 Million Münzen zusammenkriege, habe ich alle großen Errungenschaften. Quest hatte ich keine. Der Rest kommt dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch. Das wird sich dann zeigen. Das ist schön für dich. 1200, wie viel habe ich denn? Noch nicht mal 100.000, das wird noch eine Weile dauern. Ja, das kann ich. Soll ich dir erstmal das hier verkaufen?
Geht auf jeden Fall ein bisschen Geld weg. Wo habe ich das Mehl her? Das Mehl verkaufe ich dir bestimmt nicht. Yeah. Ja, ja, mach's gut. Ah. How do you do? Trade. How do you do? Do you do? Things I can do. Und er hat kein Geld mehr. Gib mir mal die Rekurvbögen hier. Klar, ich kann die herstellen, aber. Sonst hast du nichts, was mich irgendwie interessiert. It was nice seeing you. It was nice making money with you. Das heißt, wir haben jetzt anderthalb Tage noch Zeit, in denen wir tolle Sachen machen können in unserem Dorf. Aber ich habe gerade absolut keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich guck mal am besten ins Lager, was wir noch machen können. Ich könnte natürlich noch weiter nach Osten gehen, da gibt es doch bestimmt noch mehr Milch. Mehr Milch bedeutet mehr Quark. Also mehr Quark bedeutet mehr Moneten. Ich dachte, es ist mir gefolgt, aber habe ich mich wohl geirrt. Hey, wo? Ah, ich habe das Eisenmesser gemacht, gut. Das war ein kurzes Vergnügen für dich. Hier war doch gerade. Ist weg. Macht nichts. Wir kriegen mehr als genug Pfeile davon, immer wieder. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Warum nicht? Schlachten wir mal alles so ein bisschen ab, was wir finden. Oh! Was? Drei Pfeile. Was ist das Vieh? Da hinten. Ja. Wenn du recht gut bist mit dem Bogen, dann läuft's auch. Lux.
Eigentlich schon fast schade. Das Tier sieht zwar nicht aus wie eine Katze, aber ich mag Katzen. Ich habe schon befürchtet, dass das wieder passieren wird. Ich muss wieder in mein Dorf. Ich glaube, ich brauche wirklich einen zweiten Jägerstand. Und eine zweite Schmiede wahrscheinlich auch. Obwohl, das ist wahrscheinlich ja nicht, was wir brauchen, aber wir brauchen wirklich einen zweiten Jägerstand. Ich müsste es mal im Norden versuchen. Aber ich glaube, es war Nordosten. Da ist ja die Ziegenhändlerin und die hat garantiert Milch. In Ghostopia kann ich bestimmt auch noch was holen. Aber seit mein Dorf eine gewisse Größe erreicht hat, habe ich ununterbrochen Probleme mit der Versorgung. Ich baue jetzt einfach einen zweiten Jägerstand und guck mal, dass ich ein paar Jäger noch rankriege. Warte, bleib hier. Oh, hier. Wow. Memo an mich. Da kann ich echt viel Quark draus machen. Wie viel da ist? 144? Ja, da, ich mache damit Gewinn tatsächlich. Ja, ja. Die kriegst du auch gleich noch schnell. Oh, ich kann gar nicht mehr laufen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mal gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich loswerden kann. Hello there. Best goods in the valley. Obwohl, eigentlich müsste ich laufen können. Shit. Ich muss auf jeden Fall das Fleisch braten. Habe ich noch irgendwas, was ich essen kann, damit ich noch ein bisschen schneller werde? Das Brötchen zum Beispiel. Macht nicht viel aus, aber immer ein bisschen. Aber ich wollte die ganze Milch jetzt halt auch haben. Die Milch kommt ins Vorratslager. Dort kann sie dann von mir aus gären. Außer die saure Milch. Die wird direkt zur Quark gemacht. Da gehe ich morgen noch nach Gustovia. Guck mal, ob ich da Milch kriege. Ich muss mal gucken. Warte mal, was ist Mehrwert? Milch oder saure Milch? Gleich teuer. Aber ich habe jetzt echt viel davon gekriegt. Und der Vorteil ist, du kannst den Quark verkaufen. Und du kriegst für den Eimer auch noch was. Und du kriegst halt aus einem Eimer saure Milch 10-mal Quark raus. Und das geht sauschnell. Ja, mit dem Tierfutter, was ich jetzt halt noch gekauft habe. Ich habe jetzt ordentlich zugelegt, was Dings angeht, was Lagerverbrauch angeht. Es wird aber auch in der Zeit kommen, in der wir das Lager relativ leer haben, schätze ich mal. Oder ich mache es dann einfach so, ich brauche eigentlich auch noch einen Händler weiteren. Na, ich gucke jetzt erstmal nach. Ich gucke jetzt mal nach Häusern und nach einer neuen Jagdhütte. Ein Pferdchen, warte mal. Warum nutze ich das nicht? Ja, du bist mir aber noch nicht nah genug. So. Ich habe gar nicht geguckt, ob mein Pferd auch noch was trägt. Aber so richtig laufen kann es nicht.
Warum nicht, wenn es keinem gehört? Besser. Im Grunde ist es dämlich, Käse draus zu machen, weil du brauchst einen ganzen Eimer saure Milch und du brauchst den Quark und kriegst halt quasi nur doppelt so viel. Das lohnt sich einfach überhaupt nicht. So, der kann erstmal weg. Das Mehl kann ja eigentlich auch wieder rein. Warum habe ich das dabei? Wollte ich es verkaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, 29 Kilo davon weg. Dung wird auch immer mehr. Brennholz wird mehr. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wie steht es mit Holzstämmen? Eisenmesser läuft noch. 180, ja. Alles gut. Rennen kann ich zwar noch nicht, aber wir haben eine recht hohe Geschwindigkeit schon wieder. Einmal mit Milch, einmal mit Wasser. Die verkaufe ich auf jeden Fall mal. Das Ding verkaufen wir auch. Honigwaben wird langsam besser, sehr schön. Oh, 28 Kilo einmal mit Milch. Mehl brauche ich eigentlich. Ach, das habe ich glaube ich irgendwo unterwegs gefunden. Ja, Wasser läuft eigentlich noch. Und eine einzelne Zwiebel. Braten wir zuerst das Fleisch? Ja, ich glaube schon. Und im nächsten Jahr werde ich dann wieder gucken, dass wir. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas drin? Schalen und Teller, ja. Ui, das ist aber kein Wunder, dass ich so voll bin. Ich habe da ein bisschen viel Fleisch, glaube ich. Machen wir einfach so 20 Stück und den Rest lege ich dann weg. Den Rest könnt ihr dann morgen verkochen und verbraten. Ich habe jetzt keinen Bock, das ganze Fleisch zu braten. Ich krieg ja nicht mal Technologie dafür, von daher lohnt sich das überhaupt nicht. Aber hier 130 mal Quark. Oh, okay, das dauert doch ein bisschen. Das Gute ist, ich kriege aber auch Technologie dafür. Jetzt würde mich interessieren, werde ich schwerer? Es könnte nämlich ganz gut sein, dass ich hier schwerer werde. Wenn du bei der 10 bist, sieht man es gleich. Echt, ich werde schwerer, wenn ich Quark mache. Das ist ja verrückt. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Aber was lernen wir daraus? Immer schön. Ich glaube, das mache ich offscreen wieder. Dass ich dann einfach mal die ganze saure Milch, die ich irgendwie kriege, die geht ja nicht kaputt. Einfach mal vertue. Das ist jetzt nichts für die Aufnahme, finde ich. Das dauert einfach zu lange. Boah, ja, auch wieder, da werde ich eine Menge machen können. Ich muss mal gucken, ob ich... Okay, ich habe wirklich nur Fleisch drin, gut. Alles andere habe ich rausgenommen. Gebratenes Fleisch. Okay, die Äpfel nehmen wir auch mal raus.
Die Bären nehme ich auch mal raus. Durstlöscher, einmal Wasser und Trinkschlauch mit Wasser ist okay. Und sonst dürft ihr nichts trinken. Brennmaterial. Nur Brennhölzer und Stöcke. Gut. Gute Nacht. Am Tag ist besser, da seht ihr auch was. Dann vergleichen wir jetzt gleich mal. Weißt du was, bei der Gelegenheit nehme ich noch ein bisschen Kacke mit. Irgendwann wird die Zeit kommen, in der ich das bereue, aber erstmal noch nicht. Wie viel Tierfutter haben wir einfach eigentlich? Bisschen was. Ich nehme auch mal die alten Trinkschläuche mit. So, hier die alte Weinflasche nehme ich auch mal mit. Oh, Steine haben wir ein paar mittlerweile. Mohnsamen brauchen wir noch. Die Flaschen habe ich ja alle mal gemacht. Kalkstein kam auch ein bisschen rein, das ist gut. Jetzt haben wir alles. Okay. Das war auch eine Heidenarbeit, das ganze Zeug herzustellen. Aber es läuft. Vielleicht mache ich dann doch mal nur eine kleine Aufnahme. Ich bin nämlich gerade dran, alles nachzubeschriften. Ich habe gestern genau 100, ich bin mir sicher vielleicht, aber so um die 100 Folgen beschriftet. Das braucht echt einen ganzen Tag, bin ich da. Da sitze ich von früh bis spät da, um wirklich alle Beschriftungen nachzuholen. Aber 100 Stück sind verdammt viel. Aber trotzdem, das dauert halt seine Zeit. Nebenbei noch rendern, weil meine ganzen Festplatten sind voll. Also meine Aufnahmefestplatte ist ziemlich voll mittlerweile und C ist sowieso bei mir immer sehr, sehr voll, weil da die ganzen Spiele drauf liegen und ich da ein paar größere auch habe. Nein, mit dir wollte ich handeln. Hello there. Only the best products. Hast du Milch? Einmal mit Wasser? Nein. Du hast selber nur Quark und Käse. Okay, du kriegst erstmal den ganzen Schrott hier. Und das war's. Have a good day. Geh jetzt mal zum Rinderhändler, ich will. Oder was? Hello there. Jetzt will ich es wissen. Hier bezahle ich 216. Wenn ich jetzt 10 mal Quark verkaufe, habe ich Gewinn gemacht schon. Die ganze Milch kaufe ich jetzt. Mir ist scheißegal, wie teuer das ist. Die Eimer kann ich ja auch noch verkaufen. Das ist ein super Geschäft. Das ist ein viel, viel besseres Geschäft, als ich erwartet habe. Oh, das war der Gute.
Egal. See you soon.